Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem schnellen Guide für den Belebungskatalysator. Patch 10.05 ist jetzt draußen und der wurde jetzt letztendlich ins Spiel eingefügt, aber aus irgendeinem Grund hat Blizzard es nicht richtig jetzt hier gezeigt, wo man denn die Quest beginnt, wie man da hinkommt und und. Denn auf der Karte zeigt euch das nicht an, hier zeigt es allerhand Quests an, aber die Schöpfungs- oder Belebungskatalysator-Quest wird hier nicht angezeigt und im Abenteuerführer ist auch nirgendwo die Rede von dieser Quest und dementsprechend hier deswegen das Video dafür. Das Ganze beginnt in Valdraken, in Taldrassus, obendrauf beim Sitz der Aspekte und dann müsst ihr mit Hüter Koranos sprechen. Der hat eine Quest für euch. Falls der Typ bei euch keine Quest hat, dann müsst ihr wahrscheinlich zudem noch ein bisschen freundlicher werden. Bei mir persönlich hat er jetzt direkt hier die Quest angezeigt zum Patch 10.05 Release. Und ja, dann geht's hier los. Sucht den Belebungskatalysator. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich dahin fliegen, genau hier hinten hin, wo ich schon gesagt habe in meinem anderen Video. Und hier steht das Ganze tatsächlich sogar auch noch auf Englisch, also relativ unfertig für den deutschen Client. Also das sieht man selten, dass zu einem Patch-Release das hier sogar noch auf Englisch dasteht. Das hatte ich jetzt schon gefühlt seit Jahren nicht mehr. Aber da steht letztendlich nur, sucht den Katalysator. Und ja, dann einfach hier reingeflogen. Hier sind sie auch schon alle. Jetzt habe ich den gefunden. Zack. Gehe ich hier hin, mach das. Und jetzt müssen wir Belebung von Gruppenereignissen auf den Dracheninseln sammeln. Und dann bekommen wir letztendlich diese Währung oder diese Aufladung. Und ich denke mal, mit dieser Währung kann man dann seinen wunderbaren Katalysator benutzen. Ja, und was ihr jetzt letztendlich machen müsst, ist natürlich folgendes. Und zwar müsst ihr die Prozente füllen. Ich habe jetzt schon 10% vielleicht durch eine Weltquest bekommen, aber ihr bekommt auf jeden Fall ordentlich Prozente, wenn ihr die Weltboss-Weltquest macht. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und es ist ja auch so, dass ihr mit euren anderen Charakteren, falls ihr noch weitere 70, Stufe 70 Charaktere habt, einfach hier den Weltboss jetzt mehrmals wahrscheinlich töten könnt. Und dann füllt ihr letztendlich relativ schnell die Prozente. Ich glaube, pro Weltboss-Kill mit einem 70er-Charakter gibt es 20%. Ansonsten kann man aber die Prozente auch anders füllen. Wahrscheinlich mit einfach Bosse töten im Raid, im Schlachtzug oder mythisch plus laufen. Hier steht es ja im Grunde auch schon grob zusammengefasst. Und zwar schreibt er hier, der Katalysator ist ein mächtiges Artefakt, das zu großartigen Taten der Ermächtigung fähig ist. Wenn ihr an der Seite eurer Verbündeten den Kampf gegen die größeren Bedrohungen dieses Landes aufnehmt, sprich mythisch Fluss und Raiden gehen, bringt alles her, was ihr an Belebung findet. Damit könnt ihr den Katalysator antreiben und eure Ausrüstung mit der Weisheit und Macht von Tyr persönlich erfüllen. Ja, letztendlich einfach alle möglichen Aktivitäten machen, wie zum Beispiel jetzt den Weltboss töten. Das werde ich jetzt mal kurz machen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, einmal habe ich jetzt den Weltboss getötet und wie gesagt, tatsächlich gab das Ganze 20%. Dann habe ich mich jetzt mal mit meinem Nebencharakter eingeloggt, der auch Stufe 70 ist und der hat auch schon automatisch die gleiche Quest im Questlog. Ihr müsst die nicht nochmal neu annehmen, wie ihr hier sehen könnt. Die ist unter Taldrassus und dann beim Belebungskatalysator gelistet. Und hier steht übrigens auch, dass diese Quest wöchentlich ist. Also ihr bekommt pro Woche letztendlich eine Aufladung für diesen Katalysator. Also aktuell noch, in den kommenden Wochen und Monaten könnte es natürlich so sein, dass es dann irgendwann schneller geht und man mehr Aufladungen pro Woche bekommen kann. Aber das ist wahrscheinlich erst so in 1 bis 2 Monaten der Fall. Also wahrscheinlich so März würde ich tippen. So, auch mit diesem Char habe ich den Weltboss getötet und auch das gab ebenfalls nochmal 20%. Also wenn ihr wirklich viele Nebencharaktere habt, ist es wahrscheinlich die schnellste Variante und Methode, einfach den Weltboss mit so vielen 70er Charakteren wie möglich zu töten, um einfach die Prozente schnellstmöglich zu füllen. Ich persönlich habe nur 2 auf 70 aktuell, dementsprechend muss ich jetzt die anderen 50% irgendwie anders noch vollkriegen. So, Freunde, ich bin beim Ende der Jagd angekommen. Die Zwischenjagdmissionen geben keine Prozente. Mal gucken, ob die Abschließung einer großen Jagd Prozente gibt. Und, nein, es sieht nicht so aus. Es scheint wohl keine Prozente zu geben. Oh doch, es gibt 10% für das Abschließen einer großen Jagd. Hat aber ein bisschen gedauert. Vielleicht, weil ich nicht in einer Gruppe war. Okay, das ist ganz nice. Gut zu wissen. Würde ich sagen, gehen wir direkt
rein in die Belagerung der Drachenfluchfestung. Mal gucken, wie viel Prozent es da gibt. Also was ich jetzt bisher herausgefunden habe ist, Weltboss gibt 20%, nach wie vor beste Methode. Wenn man richtig viele 70 Charaktere hat, kann man das in 0, nichts auf 100% pushen. Wenn man nicht so viele Charaktere hat, muss man ein bisschen improvisieren, wie es ausschaut. Und zwar habe ich probiert, Super Rares zu töten, also im Azurblauen Gebirge hier bei der Brackenfellhöhle habe ich die Schamanen gekillt, hat keine Prozente gegeben. Weltquests geben auch keine Prozente. Ich habe Kletterquest probiert, hat keine Prozente gebracht. Drachenreitrennen hat keine Prozente gebracht. Kobaltkatastrophe habe ich probiert, hat keine Prozente gebracht. Also Weltquests, außer die World Boss Weltquest, haben bisher 0% gegeben. Und ja, man muss halt wirklich wohl Gruppencontent machen. Wie wahrscheinlich die Belagerung der Drachenfluchfestung. Die große Jagd auf jeden Fall gab jetzt beim allerersten Mal 10%. Ich weiß nicht, ob es immer 10% gibt. Weil jetzt das nächste Mal kriegt man ja nur einen blauen Beutel. Und das große Festmahl, weiß ich nicht, ob das Prozente gibt. Muss man mal schauen. Aber ja, Gruppeninhalte wohl, ne? So, mal schauen, wie viel Prozente die gute alte Belagerung der Drachenfluchfestung gibt. Also die Zwischenschritte geben nichts, aber mal gucken, der Abschluss. Ich bin jetzt natürlich im Raid, mal gucken, ob es überhaupt zählt. Also erst einmal steht da gar nichts. Und ja, schwierig. Scheint wohl nichts zu bringen, der Spaß. Doch, jetzt hat's was gebracht. 80%, nachdem ich die Kiste geöffnet habe, oder was? Also 20% hat das gegeben. Das ist natürlich schon eine Menge. Mal gucken, wie viel dieser Hauptmann Lancer hier gibt. Ob das wohl auch zum Gruppencontent zählt, ist hier die Frage. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist ein Problem. Bin ich hier tot? Nö. Aber fast. Weil hier die Allianz-Party macht. Holy shit. Let's go, die gehen ja hier richtig rein. Uiuiui, und gibt der Prozente? Der gibt anscheinend keine Prozente. Also generell, seltene Gegner oder Rares geben wohl keine Prozent. Mal gucken, wie viel die zweite Jagd der Woche an Prozenten bringt. Das wird interessant. Was? Ihr habt die Erwartungen übertroffen. Also erstmal immer, das gibt keine Prozent, aber ich glaube, es liegt daran, man muss erst die Kisten und Sachen öffnen, zum Beispiel Beute der großen Jagd, um die Prozente zu bekommen. Ist das so? Mal gucken. Ich öffne es und ja, tatsächlich hat auch beim zweiten Mal wieder 10% gebracht. Also so wie es ausschaut, ne, die Jagden sind auch eine gute Sache, um schnell die Prozente zu füllen, weil die großen Jagden sind natürlich auch die ganze Zeit verfügbar, ne, kann man jederzeit machen. Ist natürlich empfehlenswert, das in einer Gruppe zu machen, damit alles schneller geht und nicht irgendwie alleine. Sonst dauert das natürlich ewig, 6 von 6 Aufgaben bei so einer Jagd zu erledigen. Aber ansonsten ist es ganz gut. Und auch die dritte Jagd bringt mir tatsächlich wunderschöne 10%. Wenn ihr dann die 100% voll gemacht habt, einfach wieder zurückfliegen zum Katalysator, die Quest abgeben und nochmal kurz zu den Prozenten. Also Belagerung der Drachenfluchfestung gibt 20%. Die großen Jagden geben wohl jedes Mal 10%, wenn ihr halt so eine große Jagd abschließt. Nicht die Zwischenschritte oder Missionen. Die Weltboss World Quest gibt 20%. Das könnt ihr halt super schnell machen, wenn ihr mehrere 70er Nebencharaktere habt. Wenn man die nicht hat, dann empfehle ich durchaus auch die großen Jagden zu machen oder Belagerung der Drachenfluchfestung. Das gemeinschaftliche Festmahl gibt wahrscheinlich auch ordentlich Prozente. Weltquests scheinen keine Prozente zu geben, außer die Worldboss-Weltquest. Das ist relativ interessant. Und rare, seltene Gegner wie zum Beispiel Hochschamanen, Faulknöchel hat auch keine Prozente gegeben. Und ja, aber ansonsten einfach Gruppeninhalte machen. Also wahrscheinlich, wenn ihr Mythisch Plus spielt oder Raiden geht, also Raid-Bosse legt oder vielleicht sogar gewertetes PvP macht, da sollte es auf jeden Fall auch ordentlich Prozente geben. Gut, dann geben wir jetzt hier die Quest ab. Mal gucken, was wir dann hier bekommen. Wir bekommen natürlich diese wunderbare, epische oder legendäre Währung, was auch immer das ist. Und dann gehen wir hier zum Katalysator. Und jetzt haben wir wahrscheinlich diese Katalysatoraufladung.
letztendlich bekommen, obwohl wir irgendwie auch so ein Item bekommen haben. Das ist ein bisschen komisch, finde ich persönlich, dass es hier zwei unterschiedliche Farben auch hat. Aber ich denke mal, das war jetzt die Aufladung, die wir bekommen haben. Und jetzt benutzen wir einfach hier ein Item, wie zum Beispiel diesen wunderbaren Kopf. Und können den jetzt umwandeln in den 421er T-Set-Teil. Das ist sehr, sehr stark. Ihr könnt aber auch nicht T-Set-Teile benutzen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Füße benutze, gibt es hier dann letztendlich Kristallfußlappen des Gelehrten. Das gehört auch zum Klassen-Set letztendlich in dieser Season, aber gibt euch halt keine Set-Bonis, ja, wenn das verständlich ist. Das ist halt interessant für die Leute, die vielleicht das Transmog voll machen wollen, dass man dann auch auf jeden Fall damit alles Mögliche umwandeln kann, wie zum Beispiel hier seht ihr ja, ne, letztendlich hier die Kristallfußlappen des Gelehrten würde ich quasi so für das Transmog hier voll bekommen und so könnt ihr letztendlich auch dann in der Zukunft das Set voll bekommen mit dem Katalysator unter anderem auch. Ansonsten, ne, wie gesagt, Brust, Kopf, Beine, Hände und Schultern immer schöne umwandeln in T-Set-Teile, wenn das für euch von Belang ist und mehr DPS bringt, für die meisten wahrscheinlich schon. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier die Hände hier nehme, wird das zu den T-Set-Händen 405. Natürlich kann man das nicht unendlich machen, aktuell noch nicht, weil man hat ja nur eine Aufladung pro Woche accountweit. Das ist halt relativ stark limitiert, deswegen. Dementsprechend ist es so, dass auch einfach jetzt am Anfang vom Katalysator gar nicht so geil ist, weil man pro Woche immer nur ein Item umwandeln kann. Aber so Februar, März, April rum kann es durchaus passieren, dass Blizzard dann mehr freischaltet, dass man mehr Aufladungen pro Woche bekommen kann. Aber aktuell ist noch limitiert. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein von diesem wunderbaren Guide zu dem Belebungskatalysator. So heißt er jetzt in Dragonflight, Belebungskatalysator. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like dalassen. Wenn ich da nicht. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Katalysator habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.